So, willkommen zurück. The Evil Within, wir sind immer noch in Kapitel 3. Es zieht sich und zieht sich, was aber wie bekannt daran liegt, dass wir ja noch die Sammelobjekte sammeln. Und ich glaube, ich bin soweit mit allem durch und habe quasi alles aufgerüstet. Das heißt, wir gehen direkt wieder nach Union. Und machen uns da weiter auf die Suche. Wir sind hier im Unterschlupf, mitten in der Stadt. Und ich muss jetzt, wo war die Tür? Wo geht's wieder raus? Ernst gemeinte Frage. Wo geht's hier wieder raus? Ach, irgendwo da vorne, ne? Genau. Machen wir uns wieder raus und begeben uns weiter. Durch die Stadt. Ich brauche jetzt gerade selber ein bisschen Überblick. Ah, genau. Gut. Da geht's hin. War das wirklich der Eingang? Ah, ja, genau. Wir sind durch die Garage rein. Ich erinnere mich. So. Und ich habe mir die Wegmarke hinten gesetzt, wo eigentlich Lillys Stimme herkommt. Aber. Ach Gott. Da ist ja noch so ein großes Vieh. Aber Lillys Stimme will ich jetzt gar nicht einsammeln. Beziehungsweise abhören. Aber wir müssen dahin, weil es da hinten noch was gibt, was ich haben will. Fuck. Sind aber nicht gerade wenig. Das sind wirklich nicht wenig. Dreh dich um, geh weg. Geh weg. Geh da weg. Danke. Okay, wir versuchen jetzt hier einfach mal außen irgendwie dran vorbeizuschleichen. Dass wir nach da oben kommen. Weg von den Viechern auf jeden Fall. Komme ich um die Steine drumherum? Ja, das sieht gut aus. So, dann kann man hier noch das Kraut einsammeln. Ja, da drüben in dem Bereich kommen wir nicht. Der ist abgeschnitten von uns. So, was habe ich hier noch? Schießpulver. Nichts weiter. Gut, dann gehen wir weiter nach da oben. Und dann müssen wir einfach mal um das Haus drum rumlaufen. Ah, ist natürlich jetzt blöd, wenn ich nichts zum Schießen habe, weil ich brauche hier was zum Schießen. Gut, dann müssen wir was anderes machen. Dann benutzen wir doch einfach mal hier improvisieren. Und bauen uns hier mal ein bisschen neue Munition, wenn auch nicht viel. So, das war das. Dann können wir hier den Schlüssel holen. Sehr schön. So, jetzt setzen wir uns eine neue Wegmarke. Und zwar wie war das Zoom? Hier irgendwo muss das sein.
Also wieder schön nach unten. Wieder vorbei an den Monstern. Gibt zu so viele, die hier rumlaufen. Das macht es echt nicht einfach. Hat das funktioniert? Nein. So, jetzt habe ich es natürlich alles schön angelockt. So, wie viel Schuss habe ich? Vier habe ich nur noch. So, muss ich mal kurz weg hier. Sebastian, lauf mal. Oh, fuck, ey. Sehr schön. War jetzt natürlich wieder eine massige Verschwendung an Munition. Aber ja, bleibt halt nicht aus. So, dann kann ich jetzt aber wenigstens so ein bisschen grünes, schönes Gel einsammeln, weil ich das alles gut brauchen kann. So, okay, da hinten laufen noch welche, die haben das ganze Chaos hier jetzt nicht mitbekommen. Finde ich aber jetzt auch nicht so schlimm. So, jetzt müssen wir mal gucken. Da will ich hin. Denn hier ist noch eine Figur versteckt. Der nächste Schlüssel. So, gut, haben wir. Und dann machen wir uns jetzt mal hier weiter. Denn ich mache mich jetzt auf den Weg zu einem Haus, wo gleich mehrere Sachen auf einmal passieren. Ich muss jetzt nur gucken, dass ich hier richtig laufe. Warte mal, hier können wir erstmal das Ding wegschieben. Dann können wir nämlich hier durch den Zaun durch. Und hier noch ein bisschen was einsammeln. So, und hier war irgendwo. Hier ist noch eine Resonanz. So, genau.
Das ist das Haus. Hier gibt es mehrere Möglichkeiten reinzugehen. Also es gibt zwei Türen. Einmal die Hintertür, durch die ich gerade gegangen bin. Und dann gibt es hier vorne noch eine Haupttür. Rausgehen wir jetzt nicht nochmal, weil war ich ja schon. Und hier gibt es quasi noch ein Erinnerungsstück. So, die Tür ist auch noch zu. Wir laufen also erstmal nach hinten. Können uns jetzt mal hier ein bisschen eindecken mit Teilen. Wenn auch nicht so super viele. Dann habe ich hier noch eine Sicherung. Werkzeug. Und finde hier auf dieser Barre, warum auch immer hier so eine komische Liege liegt, die nächste Akte. Anfrage für psychiatrisches Gutachten, 17. November 2014. Detective Sergeant Castellanos, also es ist Sebastians Akte. Nach den Ereignissen in der Beacon-Nervenklinik im Oktober 2014 sind laut Abteilungsrichtlinien dazu verpflichtet, sich einer psychologischen Beurteilung zu unterziehen. Bitte melden Sie sich bei der Abteilung für Ausbildung und Standards, um einen Termin für die Beurteilung Ihrer Einsatzeignung festzulegen. Dwayne White, Polizeipsychologischer Dienst, handschriftliche Notiz. Sebastian, keine Sorge, machen Sie einfach ein paar Häkchen und beantworten Sie ein paar Fragen. Standard Vorgehensweise. Jim. Wo zum Teufel kommt die denn her? Tja, wo kommt ihr her? Das war es allerdings nicht in dem Haus. Das ist hier alles so Stück für Stück. Also man findet das eine Objekt und daraufhin wird das zweite freigeschaltet. Und dann das nächste und das nächste. So ungefähr. So, und wir können jetzt. So, das nächste ist der Fernseher, der jetzt an ist. Ja, kleiner Flashback oder komische Vision, wir wissen es nicht. Aber wir wissen oder ich weiß, dass es jetzt hier weitergeht mit dem nächsten Fundstück. Psychiatrisches Gutachten, oberer Teil, Akte 15. Psychiatrisches Gutachten von Detective Sebastian Castellanos. Wird auch von allen Vorwürfen im Zusammenhang mit dem Verschwinden von Detective Oda und Junior Detective Kidman freigesprochen wurde, sind Detective Castellanos Aussagen zum Vorfall in der Beacon Nervenklinik vage und ausweichend. Anfangs wollte Detective Castellanos nicht mit einem Psychiater reden, erzählte aber nach und nach, was an dem Tag passiert ist. Meiner Expertenmeinung nach leidet er unter paranoiden Wahnvorstellungen. Durch den kürzlichen Tod seiner Tochter und die Geschehnisse im Beacon hat er den Bezug zur Realität verloren. Meiner Empfehlung nach sollte Detective Castellanos die untere Hälfte ist abgerissen. Ja, wir wissen also nicht, was er sollte. Dafür wird es jetzt ein bisschen schräg. Wusste er mehr als ich?
Ja, auf jeden Fall sind wir nicht in Union, nicht mehr, nicht in dem Union, was wir jetzt kennen. Wir sind jetzt mal wieder in einer Art Parallelwelt und jetzt öffnet sich auch Türen, die wir sonst nicht betreten konnten. Und haben hier eine geheime Botschaft. So, was ist jetzt? Ah, genau. Jetzt sind wir in einem Gang und wir sind jetzt quasi, sieht ein bisschen aus wie die Klinik, die psychiatrische Beacon, ein bisschen. So, und wir tun das Ganze einfach nur, damit wir das hier bekommen. Das nächste Dia. Ja, wir sind in Beacon. Wer hätte es gedacht? Es wird noch ganz viel, nein, nicht viel, aber es gibt noch einige andere Anspielungen auf den ersten Teil. Fakt ist, dass wir nicht da raus können, wo wir reingegangen sind, sondern wir müssen jetzt hier weiterlaufen und finden uns selbst. So, da wären wir jetzt wieder in dem Haus, wo wir gestartet sind. Aber. Was gibt es? Sebastian, alles in Ordnung? Deine Werte haben verrückt gespielt. Du hattest fast einen Herzstillstand. Ich habe Beacon gesehen. Ich war wieder dort. Wie kann das sein? Dieser Stem ist völlig neu. Keine Ahnung. Aber ich weiß, was ich gesehen habe. Gott, ich hoffe, es passiert nicht nochmal. Hier ist es schon schlimm genug. Ich will die Vergangenheit nicht immer wieder erleben. Dieser Ort spielt mit mir. Ich darf mich nicht ablenken lassen. Ich muss Lilly finden. So, hier, unser Freund, der lag natürlich vorher nicht da. Aber er hat rotes Gel, was super ist, und er hat Pfeil. Bolzen, Harpunenbolzen, die ich allerdings überhaupt nicht brauche, weil ich erstaunlicherweise ziemlich voll damit bin. Ja, vier Stück habe ich, vier Stück kann ich tragen, also alles gut. Hey moin, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video und wenn dem so ist, würde ich mich über Kommentare oder Feedback unten drunter freuen. Und wenn ihr mehr über mich erfahren wollt oder mehr sehen wollt von mir und meinen Videospielerlebnissen, dann benutzt auch gleich diesen Button. Dann könnt ihr nämlich den Kanal abonnieren und würdet nichts mehr verpassen. Oder ihr geht direkt auf eins der anderen Videos, die hier gleich eingeblendet werden und macht euch noch ein bisschen mit dem Kanal und meinen Spielerlebnissen vertraut. Ansonsten, wer noch mehr von mir sehen will, der kann mir gerne auf Instagram, Twitter oder Facebook folgen. Die Links dazu gibt es in der Kanalbeschreibung oder auch unter den Videos unten drunter. Ja, ich sag Tschüss und dann hoffe ich, dass man sich irgendwann wieder sieht, hört oder liest. Bis dahin und vergesst das Abonnieren nicht.